Und jetzt also geht's los mit diesem Penaltyschießen. Lino Somak, der Erste, der antreten wird für die Gäste. Drei Versuche in dieser Saison, noch nie getroffen. Omark gegen Thomas Bäumle. Oh, unglaublich. Ist ja nicht zu fassen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Lino Somak, der ist der Künstler unter den Eishockeyspielern, hat ja auch Marco Bührer schon auf aufreizende Art und Weise typiert. Damals mit der schwedischen Nationalmannschaft. Auch dieser Versuch hatte es in sich, war allerdings nicht erfolgreich. Bei den SCL Tigers. McLean. Aber er scheitert ebenfalls am gegnerischen Torhüter. Die Einschütze hat sich versuchen dürfen. Keine Tore bislang gefallen. Oh, das war sehr knapp. Das war die Latte. Beim Schuss des Topscorers. Vorsin Gazut. Ihn hat man vielleicht nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt. Vorsin Gazut. Aber er scheitert am Gehäuse. Etwas Pech also für Vorsin Gazut. Täuschung gut. Eigentlich war er da schon vorbei an Thomas Bäumle. Simon Moser mit kurzem Anlauf. Beschleunigt dann Moser. Versucht zwischen den Beinen, aber durchschaut von Jussi Markkanen. Auch je zwei Schützen, noch keine Tore. War nicht schlecht, diese Lateralbewegung zu versuchen. Daniel Brunner, ganz anders, mit viel Anlauf. Von hinter dem Tor nimmt er Fahrt auf. Er da. Starke Penaltyschütze. Ein EV-Zug. Und dann ist der Penalty vorbei. Hat sich verdribbelt. Vielleicht auch etwas angesteckt von Lino Somak, der den ersten Penalty auf aufreizende Art und Weise vergeben hatte. Ja, das war noch okay, aber dann ging die Scheibe rückwärts und der Penalty frühzeitig unterbrochen vom Arbitrierenden. Jetzt also Pascal Pelty, dritter Schütze. Er hat im Spiel zweimal getroffen, trifft aber im Penaltyschießen nicht. Beide Teams sind dreimal angelaufen. Markkanen wartet da lange ab, zeigt seine Klasse. Jetzt Henrik Zetterberg, ein weiterer Superstar. Beim EV Zug und das ist ganz einfach Weltklasse. One-handed mit dem verschmitzten Lächeln macht er sich da auf den Weg zu seinen Teamkollegen. Eine gewisse Arroganz in diesem Penaltyschießen des EV Zug ist nicht abzusprechen. Groß auf alle Fälle das Selbstvertrauen beim EV Zug. Jetzt Thomas Nüßli, auch er ein starker Techniker. Unfassbar! Wie du mir, so ich dir. One-handed zum Ausgleich. Thomas Nüßli. Ich glaub's ja nicht. Zweites Spiel für die SCL Tigers und dann Sunding. Fünfter Schütze. Dominik Lammer. Lammer trifft. EV Zug in Führung. Etienne Fadwo muss jetzt treffen, um dieses Penaltyschießen wenigstens ausgleichen zu können. Dieser Saison zweimal angelaufen, nicht getroffen. Etienne Fadwo gegen Jussi Markkanen. Verrückte Partie, er trifft. Man mag es beim Spielstand von 2:2 gar nicht glauben, aber das war ein Riesenspektakel, das uns hier geboten wurde und immer noch geboten wird zwischen
den SCL Tigers und dem EV Zug. Thomas Nüssli hat den vierten Versuch der SCL Tigers verwandelt. Was macht er jetzt? Ja, das war ganz knapp. Auch hier wieder. Ganz frech geschossen, dieser Penalty, und fast erfolgreich. Schnippelt da backhands die Scheibe zwischen den Beinen von Jussi Markkanen hindurch an den Pfosten. Zuger Torhüter wäre schon geschlagen gewesen. Auf der anderen Seite der andere, der es einhändig versucht hat und auch erfolgreich war. Henrik Zetterberg. Noch nicht die Entscheidung. Wie geht's weiter? Curtis McLean übernimmt Verantwortung, hat sich bereits versucht in diesem Penaltyschießen, aber nicht getroffen. Er läuft also an. Siebter Schuss, aber Jussi Markkanen kann jetzt plötzlich wieder parieren. Trifft jetzt Damir Brunner, dann ist diese Partie zu Ende. Im letzten Versuch hat er sich vertrippelt. Das sah nicht ganz so toll aus. Kann losgehen. Damir Brunner. Ganz lässig hat er es auch hier wieder versucht. Und es war auch hier ungemein knapp. Kopf immer schön oben. Einmal mit der Schulter gewackelt, aber mit eben jener pariert Thomas Bäumle den Schuss. Fuadu, er hat Nerven gezeigt und getroffen beim fünften Versuch der Tigers. Hier scheitert er an Jussi Markkanen. Da jetzt wieder drei Schüsse in Serie hat parieren können. Das war etwas zu verspielt von Etienne Fuadu. Zetterberg. Dritter Versuch. Einmal getroffen, einmal gescheitert. Alle gute Dinge sind heute nicht drei. Penaltyschießen geht in die Verlängerung. Neunter Versuch der Tigers. Die Mitspieler bedanken sich bei Thomas Bäumle bereits jetzt. Und er darf sich auch zum dritten Mal versuchen. Thomas Nüssli. Der Mann mit den flinken Händen, der Mann, der natürlich auch überhaupt keinen Druck verspürt, von Thurgau gekommen, zweite Partie. Und jetzt, was macht Thomas Nüssli? Das glaube ich ja nicht, was der sich zutraut. Auch bei einem Plauschmatch musst du so ein Ding zuerst einmal versuchen. Auch hier wieder fast erfolgreich. Damir Brunner, auch er mit seinem dritten Versuch. Bisher nicht erfolgreich. Damir Brunner, diesmal mit ganz viel Tempo und trifft. Der EV Zug gewinnt in diesem Penaltyschießen. Doch noch. Und dank Damir Brunner, Riesenjubel beim EV Zug. Und dieser Jubel zeigt auch, wie knapp dieses Ding heute Abend war. Ungemein knappe Entscheidung. Eine Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient hat, geht mit dem 10. Sieg im 11. Vergleich zugunsten der Zentralschweizer aus. SCL Tigers, die haben wacker gekämpft, sind letztlich doch bezwungen worden. Es war eine wirklich tolle Partie, die uns hier geboten wurde. Auch Damir Brunner hat Spaß gemacht.